Wir sind live. Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen zur Online-Session Online-Moderation Goes und No-Goes. Ich bin Andrea Brücken. Wir haben dazu noch Lore Ress. Wir beide sind in Online-Moderation schon seit einiger Zeit unterwegs. Lore zeitlich etwas länger, bildet selber Online-Moderatoren aus. Ich komme aus der Journalistik. Und wir hatten das ja ursprünglich angekündigt, so als eine Art Interview. Und bei der Vorbereitung haben wir so ein bisschen festgestellt, naja gut, wer interviewt denn jetzt wen eigentlich? Eigentlich müssen wir beide ganz viele Sachen. Ich würde jetzt einfach mal starten, Lore. Wie hast du dich denn für heute Abend vorbereitet? Ja, ein bisschen anders als sonst. Hallo, mein Name ist Lore Ress, aber ich wurde ja schon vorgestellt. Ja, ein bisschen anders als sonst. Normalerweise arbeite ich ja im Virtual Classroom. Und da ist nicht so viel Wert gelegt auf die Webcam, jedenfalls bei mir nicht. Das heißt, da werden die Folien vorbereitet, ich habe ein Konzept ausgebreitet. Ja, nun, hier musste ich doch ein bisschen mehr auf der Webcam achten, so nochmal schnell ins Bad gehen und Frisur sitzt und so weiter, wie schon mal beschrieben. Ja, und dann habe ich ein ganz böses Ding festgestellt, Fluch der Technik. Man sieht ja so ein kleines Bild im Hangout unten am Monitor. Nun habe ich eine Brille. Aber meine Brille ist nicht eingestellt auf dieses Mini-Bild. Das heißt, ich sehe mich irgendwo verschwommen. Kontrollansicht habe ich nicht. Das heißt, ich übe Blindflug. Wenn ich mich richtig sehen will, würde ich so davor sitzen, das will ich nun auch keinem zumuten. Also es ist doch etwas anderes als der übliche Virtual Classroom. Ja, ich möchte aber gleich das Wort wieder zurückgeben an dich. Wie hast du dich denn vorbereitet? Ja, ich habe schon mal gestern angefangen, so ein bisschen inhaltlich mir zu überlegen, okay, was machen wir denn da? Dann habe ich mir überlegt, welche Zielgruppe haben wir eigentlich? Mir nochmal klar gemacht und UniTV, das ist eigentlich auch so ein bisschen so eine Einführungsgeschichte. Es geht auch darum, einfach sich der Online-Moderation zu nähern. Ich weiß von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben super tolle Ideen, trauen sich aber nicht so richtig, weil es ist was ganz anderes, im realen Leben vor Leuten zu stehen oder eben vor so einer Webcam zu sprechen. Und dann mache ich das Typische, also nachdem ich meine To-Do-Liste fertig hatte, meine Notizen, ich habe hier auch so schöne Zettel liegen, ne, wo so Stichworte draufstehen, inhaltliche Vorbereitung ist also sehr wichtig, aber das Erste, was ich mache, ist eben einfach Kamera einrichten, Umgebung checken, Mikrofon einrichten, gucken, wie ist der Bildausschnitt, hier dieses Ding, auch mich körperlich einrichten. Ich habe ja Sprechen für Radio auch gelernt und da lernt man so eine Menge Tricks, wie man zum Beispiel sitzt. Also ich könnte jetzt aufstehen und hier rumlaufen oder quasi eine Jacke überwerfen, aus dem Haus gehen, zacki. Ich bin so angezogen, als würde ich draußen auf der Straße rumlaufen können. Ja, das sieht man nicht, aber für mich ist es wichtig, weil ich dann hier präsent bin. Machst du das auch so, Lore? Jein. Also ich habe auch schon extra den roten Rollkragenpullover heute Abend angezogen. Weil ich mir dachte, ein bisschen Farbe muss ja noch bei guck mal, so, es darf auch unterhaltsam sein. Erstes Go. Das habe ich heute Morgen oder heute Nachmittag in meiner VC-Sitzung nicht gemacht gehabt. Es war eine Gruppe von Online-Moderatoren, das war schon die fünfte Online-Sitzung. Ich habe einmal in die Kamera gewunken und dann habe ich meine Kamera auf Standbild gestellt. Ach. Das ist so der Unterschied zwischen ständig live zu sein oder im VC mehr auf die Inhalte, mehr die Folien zu zeigen, etwas zu erläutern, Rücksprache halten mit den Teilnehmern. Dann sitze ich auch nicht still hinter der Webcam und ich muss sagen, das fällt mir hier richtig schwer. Da sprichst du ja auch einen ganz wichtigen Punkt an, was bei diesen Online-Moderationen wichtig ist, wenn ich live geschaltet bin, die Kamera ist an, ich darf hier nicht rumwackeln und mich bewegen. Ne? Ich habe zum Beispiel, man kann es sehen, manchmal stelle ich hier meine Kamera nach, ich habe so eine HD-Cam mit Zoom, das ist problematisch, wenn ich mich jetzt zurücklehne, so zack, sieht man, dass die Kamera anfängt nachzuarbeiten. Das geht im Prinzip nicht.
Genauso wenig geht hier so dieses arme Wedeln, so nenne ich das. Ne? Ist zwar sehr schön, wenn man mit dem Körper beim Sprechen dabei ist, aber nicht vor der Kamera. Das macht man nicht. Ne? Das wirkt auf die Zuschauer unheimlich unruhig. Das muss man möglichst vermeiden, finde ich. Ja, und das ist, denke ich mal, der ganz große Unterschied zwischen so einem Training im Virtual Classroom und so direkt dem Hangout nur mit Kamera. Ja, wenn ich etwas zeige, dann geht es um die Inhalte, dann habe ich eine Folie oder irgendwas. Und siehst, ich fange schon wieder an, mit den Händen zu arbeiten, weil ich das so gewöhnt bin. Ja, dann wird auf dem Whiteboard gemalt und ein Brainstorming gemacht. Das geht hier nicht. Also ist eine ganz andere Technik als im normalen Virtual Classroom mit Application Sharing und Whiteboard und allen Dingen. Ich muss jetzt meine Hände fesseln und darf mich nicht so viel bewegen, wie ich das normalerweise mache. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, auf welcher Plattform man was anbietet. Also wenn ich ein reines Webinar mache, da habe ich schon ganz viele schlechte von gesehen, ist es ja meistens so, ich bin auf Kamera, ich erzähle den Leuten was und nebenbei läuft der Chat. Und wenn ich klug bin, aktiviere ich die Teilnehmer irgendwie. Also das heißt, ich versuche, ich nenne das, Interaktion zu gestalten. Wichtig. Das heißt, ich versuche wenigstens über den Chat, den ich nebenbei laufen habe, in Aktionen mit meinen Beobachtern, Zuschauern, Teilnehmern zu treten. Wenn ich aber eine andere Form von Seminar habe, sagen wir, also wie es jetzt beim OCWL zum Beispiel ist, bei dem ich oft Gast bin, da gibt es erst einen Vortrag, es gibt einen Moderator und nebenbei läuft der Chat, in dem dann die Fachvorträge laufen. Da ist das Setting noch ganz anders. Ja, ich denke, wie machst du das jetzt hier, wenn du so eine Veranstaltung machst, nur mit Kamera? Da musst du ja auch auf der einen Seite ständig in die Kamera lächeln, wie die Fernsehmoderatorin. Und irgendwo habe ich aber noch ein Konzept liegen. Das liegt aber da unten. Oder also das liegt da. Ich kriege es noch brillenmäßig hin. Nebenbei auf meine Notizen zu gucken. Und ich habe auch immer Zettel und Stift hier liegen, um mir nebenbei Notizen zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Chat hätten, ich gucke nebenbei hier auf Twitter, @unitv, da ist nichts weiter an Fragen, sonst würde ich mir gleich eine Notiz machen zu irgendwas, was ich ohnehin im Kopf habe und diese Frage dann auch entweder sofort oder halt später aufgreifen. Mhm. Was natürlich jetzt, was ich ganz toll finde, so bei diesem Setting, was wir beide haben, ein ganz wichtiges Thema in der Geschichte. Co-Moderation ist gleich Rückendeckung. Ganz genau. Hat zum einen den Grund, die Technik kann ausfallen, ist mir schon passiert. Auf einmal war mein DSL weg. Ja, ups, ne? Und Gott sei Dank war der Co-Moderator noch online. Ja, Co-Moderator hat natürlich auch die wesentlich wichtige Aufgabe, wenn bei den Teilnehmern irgendeine Frage aufkommt zur Technik, kann ich den Co-Moderator damit beauftragen, sich um diese speziellen Fragen zu kümmern. Denn als vortragender Referent kann ich nicht mehr bei Störungen helfen. Sonst langweilen ja sich die anderen Teilnehmer. Und Störungen konnten in einer Live-Online-Sitzung immer passieren. Also da sind wir nicht dagegen gefeit. Welche Art von Störungen kennst du da? Also ich unterscheide für mich drei Gruppen von Störungen. Das sind einmal die technischen Störungen, so die beliebten, Hilfe, ich kann Sie nicht mehr hören, hat mich noch jemand gehört oder sagt mal jemand was oder mein Bild ist weg. Ja, das sind die technischen Sachen. Die nächste Kategorie, das sind die organisatorischen Hindernisse, sage ich mal, oder organisatorischen Störungen, wie falscher Link verschickt, Passwort vergessen, Teilnehmer sind nicht vorbereitet, können ihre Unterlagen nicht hochladen, weil auf dem PC kein PowerPoint installiert ist und solche Geschichten. Ja, und dann kommt die dritte Gruppe, die du sicher auch kennst, das sind Störungen durch Teilnehmer. Ich hatte kürzlich mal eine Moderation, da hatte ich einen Vortraggeber, der hatte sich auch super vorbereitet, der hatte tolle Folien, obwohl ich nochmal hier ein No-Go einblenden möchte. Kann man das sehen?
Ja. Microsoft PowerPoint ist eigentlich sowas wie ein No-Go. Das geht heute online überhaupt gar nicht mehr und finde ich überhaupt sowieso ziemlich langweilig. Dessen Folien waren aber super, muss man sagen. Nur gab es das Problem, der hatte diese Art von Online-Vortrag noch nie gehalten. Und der war vollkommen aus dem Zeitfenster. Ja. Und nebenbei lief der Chat und die Leute haben da alle möglichen Witzchen gemacht. So, ja. Anstatt sich auf das Thema zu konzentrieren. Ja, zu wenig Interaktion? Ja, also klar, der Fehler war der, dass man vorher mit dem Vortraggebenden keinen Probelauf gemacht hat. Absolut. Probelauf. Hier sage ich auch mal immer für Anfänger, ne? Probelauf. Ja. das war ein Fehler. Und dann war natürlich, grundsätzlich muss man sich überlegen, ist das sinnvoll, einen Vortrag halten zu lassen, der eine halbe Stunde dauert oder auch eine Dreiviertelstunde und dann im Anschluss eine Diskussion von 15 Minuten zu planen. So. Also das ist immer, sag mal, risikobehaftet. Ja. Ich selbst mache es nicht. Wenn, dann unterteile ich diesen Vortrag in kleine Blöcke, mache Interaktionen dazwischen, spreche zwischendurch die Teilnehmer an. Denn wenn jemand am Anfang des Vortrags eine Frage hat und kann die nicht loswerden, fehlt eventuell das Verständnis für den Rest des Inhaltes. Mhm. Ja, also das sehe ich schon etwas kritisch. Und vor allen Dingen, wenn Teilnehmer 30 oder 40 Minuten lang nur zugehört haben, dann fällt es schwer, das Eis zu brechen, um die Diskussion zu starten. Habe ich schon erlebt. Also ich würde das immer auflockern. Würde ich generell auch machen. Also man muss noch mal gucken, welche Zielgruppe habe ich vor mir. Es gibt, sag mal, so in diesem OCWL-Kontext ist es so, da sind die Leute schon vorgebildet, sie sind routiniert, können sich konzentrieren, wollen sich konzentrieren, arbeiten im Chat schon während des Vortrags mit. Und dann gibt es halt einfach Zielgruppen, sage ich mal, man kann das manchmal auch nicht absehen. Ja, die sind da nebenbei am Rumtaddeln und Rumdüdeln. Das Witzige bei dieser Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, war, die hatten sich vorbereitet. A und B war das dann so, zum Schluss kamen alle Fragen geballt. So schnell konnte ja überhaupt niemand mitschreiben. Ja? Ich habe mir dann irgendwie 2, 3 Sachen notiert, die ich so als die wichtigsten angesehen habe und die sich an meine Fragen anschlossen. Ich hatte ja vorher einen Fragenkatalog. Und die habe ich dann aufgegriffen. Und ich hatte Co-Moderatoren im Rücken, falls was schief gegangen wäre. Kann immer was schief gehen, ja. Nein, ich finde es auch besser, wenn die Teilnehmer zwischendurch die Fragen stellen können. Aber ich habe neulich eine Gruppe von Trainern geschult für den Online-Bereich, die absolut erstmal total dagegen waren. Die sagten, das geht ja einfach gar nicht, die sehen mich, die Leute nicht. Und die kommen doch wegen mir und das geht ja gar nicht. Aber die haben ein ganz anderes Klientel, das muss man auch berücksichtigen, die adressieren Steuerberater und Steuerfachgehilfen. Die sind nur eines gewöhnt. Die sind gewöhnt, einen Tag lang irgendetwas vorgebetet zu bekommen. Die gehen in ein Seminar, setzen sich von morgens 8 bis nachmittags 17 Uhr hin und hören nur zu. Ich meine, wenn du so eine Zielgruppe hast, die erwarten auch nur einen Vortrag. Die wären mit Interaktion komplett überfordert. Oh ja, was macht man denn dann? Hält man dann auch einen Vortrag oder wie? Dann hält man einen Vortrag. Okay. Mhm. Muss dann allerdings sehr gute Folien haben. Mhm. Und wenn ich dann Folien habe und die noch vorlese, dann hilft das auch nichts mehr. Okay. Und zu Folien habe ich sowieso auch, also ich verwende ständig PowerPoint-Folien, deshalb PowerPoint ist ein No-Go, werde ich also erstmal widersprechen. PowerPoint geht hervorragend. Ja, muss nur etwas andere Folien machen. Und zwar habe ich so einen Ausdruck dafür, die Muntermacherfolien. Okay, was ist das? Störung, da sind wir bei Störungen, was in Live-Moderationen passieren kann. Sehr anschaulich. Ja, ganz genau. Als wir uns vorgestellt haben, wusste ich genau, das passiert. Ich denke immer dran, mein Telefon abzustellen. Heute Abend natürlich nicht. Sorry. Ich hoffe, das hört jetzt auf. Ja,
Nein, das hört nicht auf. Das ist ein sehr nachhaltiger Mensch, aber ich hoffe, es dringt jetzt nicht mehr durch. Doch, man hört es noch, Lore. Entschuldigung. Genau, wegdrücken. Tschüss. Also, guter Tipp an alle Teilnehmer, da habe ich jetzt gar keinen Zettel für, vorher Telefon ausschalten. Das steht auf meiner Checkliste drauf. Ich habe so eine richtig große Checkliste für die Online-Moderation, verteile ich auch immer. Aber du weißt ja, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Man geht dann natürlich so rein und dann ist es zu spät. Ja, wir waren aber bei den Folien stehen geblieben. Folien heißt... Genau. Ich verwende PowerPoint-Folien, ich nehme meine Muntermacher-Folien zwischendurch rein. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Lawrence Lessig zu Urheberrecht. Der hat super, super Folien, manchmal einen Satz aufgeteilt auf mehrere Folien, sodass auf jeder Folie ein Wort steht und er liest das so vor, dass die Folien dazu wechseln. Ganz fantastisch. Oder Folien, da steht nur ein Buchstabe drauf und dann kommen die ganz schnell hintereinander. Also da gibt es ganz tolle Sachen, die man machen kann, sodass PowerPoint-Folien nicht langweilig sein müssen. Ja, das gehört für mich quasi so ein bisschen zum Auflockern und eben auch zu diesem Punkt Interaktion gestalten. Ja, also ich darf es nicht langweilig werden lassen. Ich muss gucken, dass ich die Teilnehmer irgendwie einbinde, dass ich sie zu mir ranhole, dass ich eben den Chat auch beobachte, wer spricht nicht. Vielleicht spreche ich einzelne Leute auch gezielt an, entweder also über die Kamera und das Sprechen oder über den Chat, den wir ja heute im Prinzip nur über Twitter nebenbei haben. Bei den meisten Systemen hat man ja aber sowieso einen Chat nebenbei laufen, ne? Ja, also den Chat haben wir immer dabei. Der ist auch wichtig, weil die Teilnehmer müssen ja zwischendurch sich mal äußern können. Und etwas, was mich immer ganz fürchterlich nervt bei Webinaren, das sind die anonymen Webinare. Weißt du, wo du nur den eigenen Namen in der Teilnehmerliste siehst und du siehst keine anderen Teilnehmer, du siehst nicht, wer noch dabei ist, du siehst auch nicht, was die anderen für Fragen stellen. Da komme ich mir mal total isoliert und vereinsamt vor und das macht dann auch irgendwie keine Laune. Das gehört so zu den Sachen auf der Checkliste, immer eine offene Teilnehmerliste zu haben, ne? Ja. Wo man wirklich sehen kann, wer ist gerade da, wer macht was, wer hat eine Webcam, wer nicht, ne? Obwohl, heute Abend sehen wir ja auch nicht, wer uns zuschaut. Wir zwei sehen gar nichts heute Abend außer uns selber. Auf einen Punkt möchte ich jetzt aber nochmal zurückkommen, was nämlich total, also aus journalistischer Sicht ist, das ist ja die Vorbereitung und gerade auch die inhaltliche Vorbereitung sehr wichtig. Ich würde also nie etwas moderieren, wo ich thematisch nicht auch ein bisschen drin bin oder mich zumindest eingelesen, eingearbeitet habe. Und dann gibt es dieses Ding, manche Moderatoren machen einen ganz fiesen Fehler, nämlich 3, 4, 5 Fragen am Stück hintereinander zu stellen. Egal, ob an den Vortraggeber oder die Community, die sie vor sich haben. Und das ist natürlich katastrophal, ne? Ja, also Fragen müssen immer ganz klar und deutlich sein, eindeutig sein. Das können, also muss unterscheiden. Es gibt ja zwei Arten von Fragen, die ich online stellen kann, wie im realen Leben auch. Entweder die offenen Fragen, um eine Diskussion herauszufordern, wobei ich online natürlich das Problem habe, wenn ich eine offene Frage stelle, dann muss ich den Teilnehmern trotzdem sagen, ja, wie sollen die sich denn zurückmelden? Sprechen, zu Wort melden, über Textchat, wie auch immer. Und es kann mir durchaus passieren, ich stelle eine ganz offene Frage und dann traut sich keiner irgendwas zu sagen und dann kommt keine Rückmeldung. Also da, wenn Sie eine Antwort wissen, dann bitte zu Wort melden oder auf Nein klicken oder ähnliche Sachen wieder anbringen. Oder dann wirklich ganz gezielt eine Antwort abfragen. Genau, entweder oder auch einzelne Leute ansprechen. Wenn man, das ist so Worst-Case-Szenario, das gehört für mich auch zur Vorbereitung. Neben dem Ablaufplan mit meinen Punkten habe ich natürlich auch so eine Art Notfallplan. Also Worst-Case ist, niemand sagt irgendwie einen Ton, niemand reagiert, nichts passiert. Mir ist das Gott sei Dank noch nicht vorgekommen. Du hast das aber schon mal erlebt, oder? Ja, da kam nicht zurück. Man kennt es ja manchmal auch aus Präsenzveranstaltungen, wo vielleicht irgendwie die Chemie nicht stimmt oder man hat sich vergriffen. Und dann sitzt du da alleine vor deinem PC und sprichst und sprichst.
Ja, und es kommt keine Rückmeldung. Also ich bin auch immer so weit vorbereitet, dass ich ein paar Folien zusätzlich dabei habe. Also ein bisschen Input noch. Aber man sollte auch dran denken, dass man quasi noch mehr Fragen vorbereitet. Und zwar richtig gezielte inhaltliche Fragen zu dem, was man gerade vorgetragen hat. Sodass man eine Rückmeldung erzwingen muss. Und dann, wenn gar nichts hilft, dann spreche ich natürlich die Teilnehmer auch mit Namen an. Das hat schon jemand mal überfordert, aber dann musste halt mit seiner E-Mail-Bearbeitung aufhören. Ich hätte noch einen. Achso, ja. Du erst? Wie merkst du eigentlich, ob jemand nebenher seine E-Mail bearbeitet? Das merke ich erstmal nicht. Ich merke es nur am Desinteresse. So, also wenn jemand weg ist quasi. Also im normalen Virtual Classroom hast du ja diese Ja- und Nein-Häkchen. Okay. Ja? Und wenn jemand immer 5 Sekunden länger braucht als die anderen, das ist die Zeit, wo man umschalten, die Zeit, die man braucht zum Umschalten von einem Fenster zum anderen, dann bearbeitet er neben, oder sie nebenher die E-Mail. Ja, da gibt es ja diesen schönen Shortcut Alt-Tabulator-Taste, ne? Da kann man zwischen einzelnen Anwendungen hin und her schalten in 2 Sekunden. Ja, dann muss man aber noch das Häkchen finden. Das ist auch 3, 4 Sekunden. Das ist ein Argument, ja. Ich habe noch mal eine Sache, die ich auch sehr wichtig finde. Und zwar geht es um, Moment, Atmen, Pause, Sprechen. Also, wenn man nicht weiß, wie man wirkt und wie sich die Stimme anhört, man kennt das ja so von früher, dann habe ich meine Stimme auf Tonband gehört, ja, klang ganz schrecklich. Also man hat selten eine Wahrnehmung dafür, wie die eigene Stimme klingt. Das kann man aber, also es gibt auch zum Beispiel nichts Schlimmeres, als eine Vorlesung zu besuchen, wo der Autor nicht in der Lage ist, seine eigenen Texte vernünftig vorzutragen. Es ist sehr wichtig, wenn man so eine Moderation macht, dass man sich das abspeichert. Ich atme, ich darf auch ins Mikrofon atmen, man darf das hören. Ja? Ich mache eine Pause und dann spreche ich erst. Ich nehme mir auch Zeit zu denken. Was für mich nochmal so eine ganz schlimme Geschichte ist, sind Träger mit M, ja, wo jeder Satz oder jeder Absatz mit M anfängt. Auch das kann man kann lernen, damit umzugehen. Ganz wichtig also, wenn man sich das nicht zutraut oder nicht sicher ist, wie man es macht, wieder zurück zum Probelauf. Ne? Oder einfach mal von sich selbst per Webcam einen kleinen Vortrag machen, aufzeichnen, angucken, wie komme ich denn rüber? Genau. Probelauf ist ungeheuer wichtig, weil die Zeit online anders läuft als im Präsenz. Ich merke das immer wieder, wenn wir so Probesitzungen machen, dass die meisten Teilnehmer die Zeit fürchterlich überziehen. Also manches dauert online halt etwas länger. Von der Technik her bedingt, ich muss die Rückmeldung abwarten und die meisten überziehen ganz fürchterlich. Deshalb ist der Probelauf mit einem guten Drehbuch. Ich empfehle auch immer, sich ein Drehbuch zu machen mit Zeitangaben. Dass man genau überprüft und sich vor allen Dingen überlegt, wie viel Zeit brauche ich für diesen Teil des Vortrags? Wie viel Zeit brauche ich für die Interaktion? Und das muss dann nachher meine Gesamtzeit ergeben. Denn eins ist klar, ich muss pünktlich anfangen. Und ich muss aber auch genauso gut pünktlich wieder aufhören, weil die meisten haben im Anschluss wieder den nächsten Termin. Das Stichwort, wir haben laut meiner Uhr noch 3 Minuten. Eine Sache würde ich vielleicht, was diese Zeitgeschichte angeht, nochmal ansprechen. Und zwar, es gibt auch so Langredner, wenn man Teilnehmern das Wort gibt, ne? Und dann fangen die an, bla 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 bla, und dann verschachteln sie sich und so weiter. Man muss definitiv als Moderator die ganze Geschichte führen. Fertig. Und da gibt es auch kein Drumherum. Das heißt, ich muss unter Umständen einen Teilnehmer, der spricht, auch unterbrechen und muss sagen, pass auf, du darfst jetzt deinen Gedanken noch zu Ende führen, aber danach geht es so und so weiter. Ja, ganz klar. Also im Virtual Classroom haben wir ja da eine ganz tolle Möglichkeit. Mit einem Mausklick kann ich dem Teilnehmer das Mikrofon entziehen.
Ich muss mich dann natürlich immer entschuldigen und sagen, Entschuldigung, ich glaube, wir hatten gerade eine technische Störung, aber Sie waren doch sowieso fertig, oder? Das mache ich aber nicht. Und sehr höflich auch. Ja, wir haben 2 Minuten. Eigentlich hatte ich mir noch überlegt, wir gehen noch mal so auf Twitter-Chat ein. Sowas machst du ja auch, ne? Das schaffen wir das noch, ganz kurz so. Ganz neues Format, Twitter-Chat finde ich spannend. Ja, was ist Twitter-Chat? Eigentlich ein Chat via Twitter, der manchmal die Follower von einzelnen Personen werft, weil natürlich die Follower alles mitbekommen. Und wir machen den immer am ersten Donnerstag des Monats zum Thema Online-Lernen und alles, was damit zusammenhängt. Es gibt 4 Fragen und jeder, der Lust hat, kann mitmachen, kann mit twittern. Wird manchmal richtig interessant, kommen gute Ideen. Ja, ist aber eine ganz andere Art von Mutter, ganz andere Art von Funktion. Ne? Ganz was anderes. Genau. Ja. Kann man gar nicht vergleichen mit einer richtigen Live-Sitzung. Nee, da gibt es eine Menge Spielraum, denke ich, auch neue Sachen auszuprobieren. Für mich ist jetzt auch hier so G+-Hangout ist auch nochmal was Neues, mit den, was ich jetzt heute nicht sehe, was aber alle Zuschauer sehen mit den geteilten Monitorfenstern. Ne? Und man sieht dann 4 Leute gleichzeitig oder die Kamera springt hin und her. Ich lache, die Kamera springt zu mir, Lore fängt an zu reden, die Kamera springt dahin. Das sind alles so Sachen, die muss man dann auch manchmal einfach erstmal ausprobieren. Ne? So, und das ist das Wichtigste. Time out. Ich bedanke mich mal bei allen, die dabei gewesen sind. Lore, vielen Dank, dass du das mit mir zusammen gemacht hast. Ja, ich danke für die Einladung, dass ich mitmachen durfte. Und möchte nochmal aufmerksam machen auf die Session mit Fabian, wo es dann direkt darum geht, glaube ich, wie man im Google Plus Hangout agiert. Ne, Fabian? Genau. Ich hoffe, mein Mikro ist an. Ich habe das vorhin ausgemacht. Wir werden darüber sprechen, was ich die ganze Zeit gemacht habe, wie man solche Hangouts aufzeichnet und dann in Folge den Leuten zur Verfügung stellt, die das entweder nochmal sehen möchten oder zum ersten Mal sehen möchten. Das werden wir einmal durchspielen. Und zwar um 20.15 Uhr. Dann? Okay. Ich sag mal nichts. Dankeschön an alle. War interessant. Okay. War sehr gut. Bis später. Tschüss.